Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ein Quadrat wird durch eine Parallele zu einer Seite in zwei Rechtecke zerschnitten. Die Summe der Umfänge der zwei Rechtecke beträgt 30 cm. Frage: Wie viel misst die Seite des Quadrats in Zentimeter? Nennen wir die Seitenlänge des Quadrats klein a. Diese grüne Strecke zerlegt dieses Quadrat in zwei Rechtecken. Nennen wir die Breite von diesem Rechteck klein b, dann ist die Breite von dem zweiten Rechteck automatisch klein a minus klein b. Die Umfänge dieser beiden Rechtecke können wir also schön so ausdrücken: Umfang von diesem Rechteck, das ist a plus b und das zweimal, zweimal a plus b. Der Umfang von diesem Rechteck, das ist a plus a minus b und das auch zweimal. Und die Summe dieser beiden Umfänge beträgt 30. Das führt dann sofort zu 2a plus 2b plus 4a minus 2b gleich 30. 2b minus 2b macht 0. Diese zwei Terme sind weg. Und so bleibt noch 6a gleich 30. Das bedeutet, dass a 5 sein muss. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 5. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade bearbeiten.